Hallo und herzlich willkommen zurück zu FIFA 18, The Journey. Eine Folge machen wir heute Abend noch. Ich habe richtig Bock drauf. Wir sind The Williams. Finde ich geil. 29 Post. Du musst einfach nur dranbleiben, The Williams. Das Talent hast du. Die nächste Chance für The Williams zu glänzen. Ich glaube, das gelingt ihm auch, obwohl die Gerüchteküche gerade brodelt. Viel Erfolg gegen Man City, The Williams. Schön, wenn junge Spieler in dieser Liga treffen. Weiter so. Yeah. So hat Alex gesagt, jetzt kann der Williams Footy der Welt zeigen, was er drauf hat. Das haben wir schon mal gelesen. Warum sind immer irgendwelche Tweets offen, die wir haben? Und jetzt das Topspiel. Wenn wir in der Liga noch was zu melden haben wollen, müssen wir dieses Spiel gewinnen. The Williams. This is Anfield. Live von der Anfield Road heute. Wir begrüßen Sie herzlich. Jetzt erstmal zu Hause in der Startaufstellung. Und in der heutigen Partie heißt es Liverpool gegen Manchester City. Um den FC Liverpool ranken sich ja einige Legenden. Kein Wunder, wenn man sich anschaut, was für eine Tradition in diesem Club steckt. Und das ist natürlich auch heute noch im Stadion zu spüren, auch wenn die Reds zurzeit nicht die erste Geige im englischen Fußball spielen. Trotzdem, die Stimmung hier in Liverpool an der berühmten Anfield Road ist einmalig. Ja, man hört es ja schon bei den Fans, das ist geil. Und es ist ja wirklich so, Liverpool war ja Rekordmeister, bevor Manchester United halt so eine Serie in den letzten 20 Jahren gestartet hat. Da wo Liverpool halt jetzt nichts mehr reißt. Dadurch ist jetzt Manchester Rekordmeister. Liverpool war es vorher die ganze Zeit. Und wenn man natürlich so von der Akustik hört, Manchester ist halt der Verein, wo dann eher die, so wie bei Bayern, so, ach gut, bei Bayern ist es nicht mal so schlimm wie früher. Das sind halt so diese Reichen, die dann einfach nur so klatschen. Yeah, 1:0. Und zum Beispiel hier bei uns Stuttgart ist es so, selbst wenn du hinten bist, da schreien die Fans dich nach vorne. Da wird gejubelt. Natürlich hassen die dich auch manchmal, wenn du Scheiße spielst, sowas wie Hanik. Oh Mann, ey. Wie zum Beispiel Hanik, wo er in der Saison um abgestiegen sind. Dass der jedes Ding versammelt hat, jetzt bei Hannover trifft er und trifft und trifft. Gut, er hat jetzt auch am letzten, vor der Länderspielpause jetzt mal wieder so ein Ding gebaut. Wie bei uns. 2 Meter vom Tor schießt er, 30 Meter drüber. Muss man erstmal schaffen. Jetzt liegen wir 1 mit hin. Nicht gut für Dennis Karriere wahrscheinlich. Mané. Die Vorwärtsbewegung. Alter, ist er schnell. Da kommt er an den Ball. Schneller als der Ball war der. Wir brauchen The Williams. Williams reden. Der hat ja im EFL Cup Halbfinale eine richtig gute Leistung gezeigt. Das war schon klasse. War auch nicht unbedingt zu erwarten. Vielleicht kann er sich jetzt etablieren. Das Talent hat er ja. Ich finde es geil, dass alle so über Danny jetzt reden. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Ist halt ein ganz lieber. Aber jetzt geht es für ihn um seine Karriere. Jetzt muss er liefern. Er will ja gar nicht so dieser große Star werden. Auch wenn er immer davon redet eigentlich. Ich meine, bei der Klappe, die er hat, muss er eigentlich auch was dahinter haben. Da fehlt es halt so ein bisschen. Geiler Pass von Danny! Ja, Mann, 1-1! Jetzt wird's hier spannend! Das ist natürlich klasse für die Zuschauer. Geht doch! Das ist eine richtig interessante Partie. Und den macht er mit seinem Schwächen! Es geht doch, Leute! Das macht kann der aber nicht sein, wenn er damit trifft. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Danny holt den Ball. De Bruyne. Gabriel Jesus. Ich finde es geil, wie die Stimmung gerade hier umschwappt. Jetzt jubeln sie wieder. Mané. Wobei ich Liverpool halt echt mag, aber was sie mit unserem Hunty gemacht haben, das war scheiße. Ah, ich dachte, er spielt den Ball hinten hin.
Walker. De Bruyne. Jetzt wird's gefährlich. Aguero. Kevin De Bruyne. Chance für Gabriel. Alter Pfosten. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Das ist ein richtig gutes Spiel. Manchester City, man merkt halt, die sind Fünfter. Das ist für die auch zu wenig. Die wollen in die Champions League. Emre Can. Schlechter Pass. Alter. Alter, schon wieder Aluminium. Das haben wir aber auch Glück. Wie harmlos. Also mehr als Aluminium kannst du nicht treffen, außer das Tor. Mané. Was soll er denn jetzt machen? Geil, der den Ball einfach mal abgenommen hat. Benny, jetzt fehlt er in der Mitte. Alter, das Tor war leer. War ein gutes Spiel von Danny. Alles grün, passt. Wir brauchen aber was 2:1. Wenn wir in der Liga nochmal was in Richtung Champions League Europa mitreden wollen, brauchen wir das Tor. Da kommt der Pass auf außen. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Jetzt geht vielleicht was für Man City. Da ist die Flanke. Matip kann den Ball hier klären. Matip. Früh wird er jetzt gestört. Emre Can. Emre Can. Alter, wie soll denn Danny den Ball kriegen? Das kann doch nicht mal De Williams. Jetzt Aguero. Da passt auf. Jetzt aber auf. Schön. Solange Danny drin bleibt, ist mir alles egal. Mané geht raus. Der superschnelle Mané. Schade. Alter, was war das denn für ein Ball? Auswechseln bitte. Karriere ist vorbei. Vielleicht geht da was. Aguero am Ball. Aguero. Jetzt vielleicht. Ach, du Scheiße. Jetzt gibt's die Anweisung von Kloppo. Passspiel haben wir, beeindruckenden Boss. Positives Ergebnis fehlt noch. Bei Danny merkt man, es soll eher der Spielmacher sein, weil immer Pässe steht. Bei der Hunter steht dann halt, erziele das ein Tor. Und Yaya Touré. Sehr guter Einsatz. Und Coutinho. Geiler Pass. Mach ihn. 2:1. Danny Williams mit der nächsten Vorlage. Es muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. So ein Eigentor ist natürlich besonders ärgerlich. Hä, was für Eigentor? Was laberst du? Nur weil der Ball nochmal dran war. Und weiter geht's mit einem Rückstand für die Citizens. Fernandinho am Ball. Jetzt Kompany am Ball. Gabriel Jesus. Also, gute Ball. Nein. Das will er jetzt alleine machen. Ah, der Ball wird zu weit vorgelegt. Wie geil. Ein Glück. Jetzt Danny. Jetzt wird's gefährlich. Nein. Ich habe erst überlegt, den Ball quer zu spielen. Und dann habe ich mir gedacht, Danny hätte sich am meisten verdient. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Boah, so einfach. Jetzt Aguero, könnte gefährlich werden. Aguero. Ball kommt rein. Ganz einfach. Alter. Stones. Jetzt in der Anspielstation. Touré. Und jetzt könnt ihr weiter den Ball da hin und her spielen. Dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Nun De Bruyne. Manchester City auf dem Weg zum Tor. Aguero. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust.
So, das Spiel geht jetzt in die entscheidende Phase. Passiert hier noch was? Guter Pass. Boah, jetzt ist Danny durch. Jetzt vielleicht. Williams. Ja, Mann! 3-1. Sie sind du Williams. Team heute und auch dieser Treffer ist verdient. Das war ein klasse Tor. Das stimmt, Wolf. Und von Danny Williams werden wir solche Dinger noch häufiger sehen. Damit ach, jetzt gehen wir raus. 3-1 heißt es also. Ne, wir gehen nicht raus. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. City kommt über außen. Also heftig. Erst sind wir Williams am Ball. Hunter, dann sind wir Hunters Schwester, jetzt sind wir der Williams. Also der Journey 2 zieht gewaltig an. Alter, wie war der nicht drinne? Innenpfosten raus. Wie viel Pech kann man eigentlich haben? Und jetzt Vincent Kompany. Stones. Ex-Hamburger. Windsor Kompany. Alter, was war das denn für ein Ball? Der war so schlecht, dass ich sogar Alter sagen. Ich hasse, wenn einer Alter sagt. Trotzdem sage ich es manchmal im Stream auch. Ich merke das, wenn ich dann am Schneiden bin, nicht mehr. Warum hat es jetzt Alter gesagt? Boah, das dritte Mal Aluminium in diesem Spiel. Wir haben zwar 3-1 gewonnen, aber so sicher war der Sieg nie. Der Sieg heute wird sie doppelt freuen, denn das war ja auch ein Duell von besonderer Rivalität. Und das haben wir nicht schon für Spiele zwischen diesen beiden Teams. Jetzt sind sie die Helden und können sich klar von den Fans feiern lassen. Geil! Das unaufgeräumte Zimmer. Wer hat De Williams für einen Eintagsflieg gehalten? Ich würde ihm gerne meine Meinung sagen. Du hast in diese Liga. Ringo Brand. Super, mach weiter, sonst stehen die Werbepartner bald Schlange. De Williams Footie. Wir haben jetzt 34.000 Follower. Wir haben ganz schön zugelegt. Schöner Dreier für Liverpool. Hallo? Das verspricht einiges fürs nächste Spiel. Perversling. Du musst nur dranbleiben. Ja, das haben wir. Das. Schaffe den Sprung in die Premier League. Ja, die haben wir schon. 3 Tore, 3 Vorlagen. Gerecht verteilt. Hallo, Gentlemen. Lasst uns loslegen, okay? Absolute Startelf. Geil. Dribbling. Und Eimerspiel. Was ist denn Eimerspiel? Kippe, Dribbling, Kippeling. Hä? Ich dachte, es geht ums Dribbeln. Hä? Ich muss da oben irgendwie lang. Kapier ich nicht. Ach, ich bin falsch gelaufen, deshalb macht er nichts. Viking 2. Paul! Sag ich doch. Der Trick war gut. Ja, jetzt endlich auch mal gegen 2 durchgesetzt. Geht doch. Was, jetzt gegen 3? Willst du mich verarschen? Ein Versuch mache ich noch. Oben lang.
Shit. War wohl nix, ne? Faul, was ist denn das? Alter, so kriege ich nie die Punkte zusammen. Ein E fehlt zu schnell für dich. Alter, jetzt sind es drei. Wie will man denn drei Stück besiegen? Okay, wir bleiben bei B. Eimerspiel. Wo ist denn der Eimer? Hä? Da hinten war so ein schwarzes Ding mit dem Eimer. Hä? Alter, das ist einfach hingefallen. Oh, was hat das mit Eimer zu tun? Oh. Wie soll ich denn durch das Ding durch? Und versuchen, ihm noch auszuweichen. Und wie soll ich in diesen Eimer reinschießen? Yay! Das war jetzt mit Dreieck. Da schießt sie viel besser wie mit Viereck. Oh. Alter. Alter. Alter, wie er reindrischt. Aber er steht auch direkt hier dahinter. Pff. Hä? Wie soll ich den Ball denn kriegen? Alter, der steht direkt hinter dem Hütchen. Ach, ist mir jetzt egal. Zack, Startelf draußen. Das war's für heute. Ruht euch heute Abend aus. Aber das war's schon wieder. Die Folgen gehen so schnell vorbei. Wir machen ja immer ein Spiel. Und die Folgen gehen so schnell vorbei. Und das macht so Spaß. Wir sind weiterhin Achter. Sind aber in Manchester City jetzt näher rangekommen. 10 Punkte bis zur Champions League. Vielleicht schaffen wir es ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Dann geht's weiter mit der Journey.